Das WEC lagert viele Tonnen Nervengas, um damit die Widerstandsleute hier in unserem Sektor bis auf den letzten Mann auszulöschen. Tausende unschuldiger Zivilisten werden mit umkommen. Laut der neuesten Meldung, die die Zentrale erhalten hat und die wir entschlüsseln konnten, hat Senator Everett Snell die Informationen, die wir brauchen, um das Depot ausfindig zu machen. Deshalb ist es jetzt Ihre Aufgabe, den Senator aus dem schönen und sicheren Regierungsgebäude zu holen, in dem er wohnt. Damit der Mann in den besonderen Genuss des Komforts, den die Zentrale zu bieten hat, kommt. Brooks wird dieses Mal die Einschleusungsaufklärung übernehmen. Sobald Sie den Senator überwältigt haben, wird Corporal Reeves für die schnelle Rückholung sorgen. Weitere Fragen kann Ihnen Ihr Datenschirm beantworten. Sie dürfen gehen. Einschleusungskoordinaten bestätigt, Sir. Direkte Einschleusung in den Zielkomplex wie geplant. Snell auf Ebene 2 anwesend wie gedacht. Und noch eins, bevor ich verschwinde. Ich überprüfe alles, was Sie machen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Brooks, aus! Oh.
Schaffen Sie nie! Das schaffen Sie nie! Oh.
Achtung, Gewehr. Thank you.
Das schaffen sie nie. Wache! Wache! Schaffen Sie nicht.
Thank you.
Gewehr. Der Alarm wurde deaktiviert. Ich nehme an, Sie sind derjenige, über den zurzeit alle sprechen. Sind Sie nicht zum Widerstand übergelaufen? Oder so etwas in der Art? Könnte es möglicherweise sein, dass Sie mit mir darüber verhandeln wollen? Ich meine, die müssen Ihnen eine erhebliche Summe bezahlt haben, damit Sie bereit waren, sich gegen das Konsortium zu wenden. Wie viel verlangen Sie? Geld spielt keine Rolle. Kommen Sie. Ihr Preis, wie hoch ist er? Selbstverständlich können Sie anschließend gehen, wohin Sie wollen. Kaufen Sie sich doch einen Sitz im Senat. Oder vielleicht wäre in eine ruhige Stelle lieber. Als Aufsichtsrat, der irgendwo im Süden residiert? Der Alte redet wie ein Wasserfall, richtig, Blechmann? Aber der Zauberer lindert all ihre Schmerzen. Sehen Sie zu, dass der Senator schnell auf den Teleporter kommt, dann hat die Zentrale das Problem und nicht wir. Der fliegende Teppich ist bereit. Er wartet auf euch. Zauberer aus. Von mir aus, ich gehe mit Ihnen, wenn es sein muss.
Aber ich kann Ihnen versichern, in kürzester Zeit bin ich wieder in Freiheit. Und dann sieht es ganz übel für Sie aus. Nicht wahr, Silencer? Wir fingen eine weitere Botschaftsübertragung auf, während Sie auf Ihrer letzten Mission waren. Der Absender ist ganz eindeutig irgendwo auf Ihrer Basis stationiert. Leider waren unsere Leute noch nicht in der Lage, das Ziel dieses Signals auszumachen. In der Hoffnung, die Funkstation der Verräter zu finden, hatte ich auf der Stelle ein Sicherheitsteam mit einem Durchsuchungsbefehl zu Ihrer Basis geschickt. Die Experten konnten leider trotz intensiver Suche nichts finden. Sie müssen die Augen offen halten. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis unser Verräter nachlässig wird und einen Fehler macht. Maxis aus. Unser Ministerium für globale Ausbildung und Gesundheit verkündete heute, die Errichtung des riesigen John F. Anders Orbitallabors ist in Kürze abgeschlossen. Sobald es völlig funktionstüchtig ist, wird das Labor dazu benutzt werden, die Wirkung neu entwickelter Serien gegen virulente Seuchen zu testen. Laut Forscher Dr. Beal, dem Projektleiter des Ministeriums für globale Ausbildung und Gesundheit, ist die orbitale Plattform eine ausgezeichnete Quarantänestation. Was für ein wundervoller Weg, das Wohlergehen der Bürger auf dieser Erde zu verbessern, ohne dass unsere Immobilienpreise ansteigen werden. Du bist jetzt dran, Josh. Hey, wo kommen Sie her? Es tut mir leid, dass Ihr letzter Einsatz problematisch verlief. Der Colonel wollte, dass ich Sie sofort zurückhole. Sie tun, was ich Ihnen sage. Danke, Zauberer. Nicht mal eine Pause in der Zentrale war drin. An Ihrer Stelle würde ich mich beschweren. Sie haben ein Recht auf ein bisschen Erholung. Glauben Sie mir eins, ich habe Ihnen gewarnt, als mir die Schnüffler auf den Fersen waren. Die wollten Ihr Signal umleiten und Sie den Elite-Soldaten zum Fraß vorwerfen. Aber den Schnüffler, der Elektronen schneller umleiten kann als ich, gibt's noch nicht. Ich habe Sie zurückgeholt, bevor die überhaupt kapierten, was los war. Na, wer ist hier der Rückholspezialist? Sie können auf mich zählen, Blechmann. Und ich dachte, dass Verwaltungsarbeit langweilig wäre. Wissen Sie was, Captain? Hier ist es nie langweilig. Hier wird einem immer etwas geboten. Während Sie Ihre letzte Mission erfüllten, schickte die Zentrale ein Sicherheitsteam. Es durchsuchte die ganze Basis. Keiner hat uns darüber aufgeklärt, wieso dieses Team gekommen war. Was immer Sie suchten, Sie haben es nicht gefunden. Es ist vielleicht albern, aber ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was um mich herum gespielt wird. Seien Sie mir gegrüßt. Das Wiesel und die Ware sind hier. Ich habe alles, was Ihr zerstörerisches Herz begehrt. Waffen in groß und klein. Und Blastpacks habe ich auch dabei. Alles klar. Hören Sie, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie inspizieren die Ware in aller Ruhe. Und dann sprechen wir über den Preis. Hm? Was darf es denn sein, Captain? Thank you.
hab was gegen Zeitverschwendung, Captain. Wenn Sie nichts kaufen wollen, muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe noch andere Kunden, die bedient werden wollen. Sehen Sie die Schlange? Also was ist jetzt? Sind Sie interessiert oder nicht?